Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das nächste Unboxing ist da, was auch sonst. Gibt ja auf meinem Kanal fast nichts anderes. Die nächste Box ist da und zwar diese wunderschöne Box. Sieht die nicht toll aus? Die ist so schön gestaltet. Ich habe mich so auf die Box gefreut und die werde ich natürlich auch behalten. So schön, die Aloha Edition. Natürlich Glossy Box, also ihr seht so ein Zeichen hier unten. Hat mich so drauf gefreut, weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was drin ist. Also es gab wieder, glaube ich, 2 Sneak Peeks oder eine, aber ich weiß es nicht mehr. Deswegen machen wir auf. Sieht auch von da schon mega schön aus, seht ihr das? So richtig schön bunt. Da gucken wir natürlich wie immer erst ins Heftchen rein, was drin sein könnte. Okay, also ich denke, das erste wird drin sein. Give Them Lala Beauty Allure Beauty Bronzer. Ein Bronzer und das hat dasselbe Muster wie die Box. Also denke ich, dass der drin sein wird. Den wünsche ich mir dann auf jeden Fall rein. Dann haben wir einmal von Model Co. Gel Eyeliner White. Einfach so ein Eyeliner in Weiß. Ich glaube, ich habe gar keinen Eyeliner in Weiß. Also ich habe, glaube ich, bloß Farben. Und das machen tatsächlich viele, dass die den hier unten auf die untere Wasserlinie geben. Deswegen wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ich habe so ein Produkt tatsächlich noch nicht. Dann könnte drin sein von Coco Star Slice Mask Sheet Watermelon. Hatte ich jetzt schon oft drin. Würde ich mir jetzt nicht reinwünschen, weil ich die schon hatte bzw. habe. Aber wenn sie drin wäre, würde ich sie verwenden. Dann haben wir von Love Beauty and Planet Shampoo Volume and Bounty. Also so ein Kokos-Shampoo. Ich weiß jetzt gar nicht, wir hatten schon ein Produkt drin. Ich glaube eine Shampoo und eine Spülung. Aber kleiner, glaube ich. Also da könnte 100 ml drin sein oder 400 ml. Habe ich schon getestet, würde ich mir jetzt so auch nicht reinwünschen, aber würde verwendet werden. Dann haben wir vom Saint-Tropez Self-Tar Purifying Vitamins Bronzing Face Serum. War ein langer Name. Ich weiß, Saint-Tropez ist sehr teuer. Ich sehe es auch da, 29,95, 30 Euro. Für 50 ml ist schon teuer. Aber ich habe tatsächlich von einer Douglas-Bestellung mal so ein Face-Tar-Spray drin gehabt. Und ich habe das Saint-Tropez Bronzer auch in groß, deswegen bräuchte ich den jetzt nicht. Also. Dann haben wir von Gosh Kopenhagen Forever Lip Shine. Sagt mir gar nichts. Was ist das? Brilliant and Lipstick. Geschmeidig, versorgt mit Feuchtigkeit, unwiderstehlich, Ergebnis mit Satin-Finish. Ja, so würde ich gerne ausprobieren, so einen Gosh-Lippenstift. Das nächste brauche ich auf jeden Fall nicht, denn das hatte ich in einer anderen Box. Ich sage aber jetzt nicht in welcher, weil ich nicht weiß, ob das Video dann schon online ist. Wahrscheinlich eher nicht. Von Senhor Do Bofim Sea Water Hairspray. Genau, also das ist so ein, ich denke mal, Salzwasser-Spray. Ja. Soll eben für Beach Waves sorgen, mit Moschusduft soll es sein und soll der Mähne tollen Schwung und optisches Volumen schenken. So was verwende ich meistens nicht, muss ich ehrlich zugeben, deswegen. Und ich habe das ja schon wo drin, deswegen brauche ich nicht. Dann haben wir von We Love the Planet 100% natürliche Deo-Creme. Die hatten wir in der Fairy Box drin und zwar hatte ich die rosa, ne? Deswegen, ich wäre nicht so abgeneigt, wenn ich einen dieser zwei anderen drin hätte. Da ist einmal, also ich habe Sweet Serenity, das habe ich schon, aber es würde noch geben Original Orange oder Forever Fresh. Die hören sich gut an. Würde ich natürlich sehr, sehr gerne testen. Aber gucken wir mal, was noch drin ist. Von Pure 97 haben wir einmal Jasmin- und Kokosnussöl Shampoo für trockenes Haar oder das Cremeöl für trockenes Haar. Würde ich mir jetzt auch nicht reinwünschen. Von Pure 97 habe ich schon, glaube ich, ein Haaröl. Deswegen das Haaröl noch weniger. Aber das Shampoo, wenn drin wäre, würde ich auch verwenden. Von Bang Beauty haben wir den Felt Tip Precise Eyeliner. Ich glaube, den hatte ich bis jetzt nicht drin. Obwohl ich Eyeliner eigentlich auch nicht brauche, wenn ich ehrlich bin. Ja, und das war es tatsächlich wieder. Es ist eine sehr magere Ausbeute tatsächlich. Ja, ich würde mir auf jeden Fall reinwünschen. Diesen Aloha Bronzer. Was denn sonst? Den wünsche ich mir rein. Dann wünsche ich mir rein vom Model Co. diesen weißen Eyeliner. Dann wünsche ich mir rein... Was wünsche ich mir noch rein? Ja, dann würde ich mir von Gosh einen dieser Lip-Produkte reinwünschen. Dann eines dieser 2 Deos. Also nicht das dritte, sondern eines dieser 2 Deos. Dann muss ich mir noch ein 5. Produkt finden. Tatsächlich schwer. Ja, eins dieser Shampoos. Also entweder dieses Love Beauty and Planet Shampoo oder dieses Pure 97 Shampoo, weil sonst mit dem Rest kann ich fast nichts anfangen. Und das lassen wir jetzt hier, weil da gucken wir hier rein. Es ist auf jeden Fall schwer. Bin ich gespannt. Vielleicht ist doch ein Shampoo drin. Ohne hineingucken. Und das erste Produkt ist eine Maske. Die
Kokostar Slice Mask Sheet Watermelon. Feuchtigkeit spenden und erfrischen im Moisturizing and Refreshing. Wassermelonextrakt und 2 Scheiben. 2 Slices, ja. Kokostar Scheibenmaske, Wassermelone. Die Gesichtsmaske reiche die Haut mit Feuchtigkeit an und erfrischt. Anwendung Scheiben auf gereinigtes und trockenes Gesicht auflegen. Produkt 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Überschüssiges Serum in die Haut einmassieren. Kennen wir schon, hatte ich schon oft drin. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass es drin ist, weil ich habe auf jeden Fall Verwendung dafür. Also für mich ist es auf jeden Fall nicht schlimm. Und kostet 3,95 Euro. Also die sind tatsächlich auch nicht billig. Deswegen bin ich da auch nicht so abgeneigt. Und Wassermelone ist natürlich jetzt im Sommer perfekt. Finde ich nicht schlecht. Kostet 3,95 Euro, also knapp 4 Euro. Dann haben wir, ich denke, den Bronzer. Aloha Bronzer, give them Lala. Gucken wir, was dazu in der Broschüre steht, in dem Heftchen. Auf diesen Bronzer haben wir gewartet. Er transportiert nicht nur optisch tropische Vibes, sondern verleiht der Haut einen gesunden Glow und lässt sie im Nu anhalten strahlen. Wie von der Sonne geküsst, obendrein wird der Tag mit Feuchtigkeit versorgt, während der Bräunungsgrad sich aufbauen lässt. Je nachdem, wie dunkel du es magst. Ja, per Pinsel auftragen, ich glaube, das ist uns klar. Machen wir den mal auf, den interessiert mich, wie der ausguckt. Komm raus zu mir. Es ist eigentlich immer von Glossybox selber designt, die Produkte, finde ich, haben so ein billiges Packaging. Also ich habe bis jetzt keines mit einer teuren Packaging. Aber finde ich nicht so schlimm, wenn der Bronzer dafür gut ist. Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Hat so ein bisschen eine Leuchtkraft. Ja, und ich glaube, von der Wärme her würde er auch passen. Ich glaube, dass der zwar ein bisschen warm ist, aber ich glaube, das geht noch. Auf jeden Fall gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich liebe es, wenn Bronzer noch so ein bisschen schimmern. Finde ich mega schön. Aber ihr werdet ja ein Swatch-Bild sehen. Finde ich sehr cool. Habe ich mir reingewünscht und werde ich auch super, super gerne verwenden. Also, wir hatten jetzt 4 Euro mit der Maske und wir haben jetzt 24 Euro. Ist schon wieder ein teures Produkt. 24 Euro für den Bronzer. Also haben wir schon insgesamt 28 Euro. Dann haben wir eine große Flasche. Ich denke mal, es ist ein Shampoo. Ja, ist das Shampoo. Ich frage mich, ob das eine Originalgröße ist. Gucken wir gleich. Also es ist auf jeden Fall nicht das Love Beauty and Planet. Shampoo finde ich sehr gut, weil das habe ich noch nicht getestet. Das Love Beauty and Planet hätte ich schon getestet. Gucken wir. Übertrage das unbeschwerte sommerliche Lebensgefühl auf das Haar. Dieses feuchtigkeitsspendende Shampoo schenkt deiner Mähne Geschmeidigkeit ohne zu beschweren. Während Jasmin dem Haar Glanz verleiht, pflegt und nährt das reichhaltige Kokosnussöl trockene Mähnen. Ja, riechen immer dran. So ein bisschen süßlich-blumig, aber auch noch frisch. Süßlich-blumig-frisch. Aber riecht gut. Also mir gefällt der Duft auf jeden Fall. Und es ist eine schöne Größe. Ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Kann man auf jeden Fall auch gut auf Reisen mitnehmen. 250 Milliliter kosten 2,95, also 3 Euro. Ist natürlich viel für so 250 Milliliter. Es ist für trockenes Haar, was ich sehr gut finde, weil ich habe trockenes Haar. Ihr wisst es. Und das werde ich auf jeden Fall super gerne verwenden mit Jasmin und Kokosnussöl. 97% natürlich Inhaltsstoffe, 3% Textur und Haltbarkeit, 0% Silikone und 100% vegan. Finde ich sehr cool, werde ich sehr gerne verwenden. Wir hatten jetzt 28 Euro plus 3 Euro haben wir dann 31 Euro. Wie gesagt, das Shampoo will ich mir so wahrscheinlich auch nicht kaufen. Dann haben wir einen Stift. Ja, den Model Co. Stift. Muss ich auch extra aufmachen, weil der ist jetzt so wunderschön verpackt. Und ich bin gespannt drauf, werde ich sehr gerne testen. Ich habe, wie gesagt, noch keinen Eyeliner, auch keinen Gel-Eyeliner. Bin ich gespannt. In der Farbe Weiß. Werde ich mal probieren. Das machen ja viele rauf, um ihre Augen größer wirken zu lassen. Mal gucken. Ich habe ja eigentlich eh schon große Augen, aber ich werde es testen. Jetzt auf jeden Fall testen. Super präzise, hochpigmentiert und langanhaltend. All diese Eigenschaften bringt dieser Cool Gel Eyeliner mit. Setze damit gezielte Highlights und dein Augen-Make-up perfekt in Szene. Dank seiner cremigen Formel lässt er sich easy auftragen. Je nach Wunsch verblenden und hält dann bis zu 8 Stunden lang auf deiner Haut. Die untere Wasserlinie sowie Augeninnenwinkel betonen, um das Auge größer wirken zu lassen. Alternativ gezielt Highlights zum Beispiel über den Lidstrich setzen, um den Augen-Make-up mehr Ausdruck zu verleihen. Werde ich sehr gerne testen. Wie gesagt, habe ich noch nicht. Aber bin offen für alles. Der kostet auf jeden Fall 16 Euro. Für diesen Stift 16 Euro hätte ich nicht gezahlt. Auf jeden Fall nicht. Aber finde ich cool, dass der drin ist. Dann muss ich ihn mir nicht kaufen. Also wir hatten jetzt 31 Euro plus 16 haben wir 47 Euro. Ist schon wieder eine teure Box. Und jetzt dürfte noch, okay, es ist noch ein Coupon drin. Beziehungsweise ein Brübchen und noch ein Produkt. Ich nehme jetzt erstmal das Brübchen raus. Und zwar von Hawaiian Tropic Satin Protect
Ultra Radiance Sun Lotion mit Lichtschutzfaktor 15, also Medium ist es. Habe ich schon, deswegen packe ich euch das in die Gewinnerbox rein, dann kann das einer von euch vielleicht mal testen, weil ich habe tatsächlich noch eine halbe Flasche drüben und dann macht es keinen Sinn. Also das kommt mit in eure Box rein. Mit dem Produkt, das ich mir zwar auch reingewünscht habe, aber nicht in dieser Version, denn die habe ich schon. Ich habe dieses We Love Deodorant, We Love the Planet, You Love Staying Fresh, Natural Deo bekommen. Ich muss sagen, es kann sein, dass nicht jedem dieser Duft gefällt, aber ich finde ihn tatsächlich schön. Ich würde ihn euch trotzdem in die Box packen, weil ich das Deo natürlich schon habe. Und wenn es euch nicht gefällt, vielleicht findet ihr jemanden, an den ihr es weiter verschenken könnt. Aber ich brauche keine zwei dieser Deos. Hätte mir halt jetzt gewünscht, dass ich eine andere Version mal drin gehabt hätte. Aber ist jetzt nicht schlimm. So kann ich es an euch verlosen. Kostet auf jeden Fall 11,95 €, also 12 Euro. Ist schon teuer. Wir hatten jetzt 47 Euro, also haben wir jetzt insgesamt 59 Euro in der Box. Lässt sich auf jeden Fall sehen, die Box. Finde ich cool. Also, das geht an euch und das packe ich mit dazu, damit ihr auch mal diese Sonnencreme testen könnt. Ich finde die auf jeden Fall mega toll. Ich lese euch noch vor, was in dem Deo drin ist. Wie geht effektiver Deo-Schutz ohne klassisches Deo? Mit dieser aluminiumfreien Deo-Creme, die zu 100% natürlich und hochwirksam ist. Natron sorgt für die desodorierende Wirkung und neutralisiert unangenehme Gerüche effektiv. Die natürlichen Inhaltsstoffe auf Basis von Kokosöl, Maisstärkepulver und Bienenwachs wirken beruhigend sowie feuchtigkeitsspendend, ohne die Poren zu verstopfen. Einmal täglich mit den Fingern etwas Creme sparsam aufnehmen und gleichmäßig unter den Achseln verteilen. Etwa eine Minute einziehen lassen. Also ich muss sagen, ich finde tatsächlich, ich habe das schon getestet, das habe ich auch gerade drüben, für einen arbeitsreichen Tag finde ich es nicht gut. Also wer viel schwitzt in der Arbeit, und das tue ich, wenn ich Menschen runtertrage und so weiter, da reicht es mir nicht, da tue ich es auch nicht drauf. Aber wenn ich so einen Tag zu Hause verbringe, verwende ich das total gerne, weil man spürt es unter den Achseln nicht so. Also ich finde, bei den Sprühdeos, da ist man immer so feucht, oder diesen Roll-on-Deos, da ist man so nass unter den Achseln, und das ist bei dem tatsächlich nicht. Das trocknet weg. Also es fühlt sich an, als hätte man nichts drauf. Und es riecht trotzdem gut. Also ich finde es echt toll. Wenn es geht, werde ich mir auf jeden Fall noch die anderen zwei Sorten irgendwo besorgen und auch mal testen, weil Orange würde mich schon sehr interessieren und auch dieses Fresh. Aber das finde ich auf jeden Fall toll und deswegen hoffe ich, dass sich einer darüber freut. Dann gehen wir nochmal durch. Wir hatten jetzt einmal dieses Deo, dazu ein tolles Brötchen, was natürlich in eure Box wandert. Einmal das tolle Shampoo, einmal den Bronzer, einmal den Gel-Eyeliner und einmal die Maske. Also es waren insgesamt 5 Produkte plus ein Goodie drin und es waren, ja, 3,5 Produkte drin, die ich mir gewünscht habe. Das Deo ist 1,5, weil ich habe mir ein Deo reingewünscht, aber eben nicht das. 3,5 Produkte, die ich mir reingewünscht habe, aber der Rest würde ich auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Und war eine tolle Box, muss ich sagen. War eine sehr, sehr tolle Box. So, und bevor wir das Video beenden, lese ich euch natürlich vor, was in der nächsten Box drin ist. Und es wird auf jeden Fall wieder eine Sonderedition. Seid auf jeden Fall gespannt. Und zwar die Birthday Edition. 9 Jahre Glossy Box und wir sind sprachlos und dankbar für so viel Vertrauen, Beauty-Liebe sowie Hingabe, die ihr Glossys und der rosa Box in den letzten Jahren entgegengebracht habt. Wir sind happy, eure Beauty-Begleiter zu sein, der euch in diesem Geburtstagsmonat das Beste aus Kosmetik und Pflege beschert, um euch glücklich strahlen zu sehen. Denn euer Lächeln ist für das Glossy Box Team das schönste Geburtstagsgeschenk. Sehr kitschig geschrieben. Nein, finde ich cool. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was dann nächsten Monat drin ist. Das war's wieder mit dem Video. Ich kann euch die Glossy Box empfehlen, muss aber zugeben, dass viele Probleme haben mit der Glossy Box. Hatte ich bis jetzt Gott sei Dank nicht. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Hatte zwar ab und zu mal ein Produkt, das kaputt war, aber das wurde mir dann ersetzt. Also da hatte ich tatsächlich keine Probleme. Ich kann es euch empfehlen. Genauso wie die Fairy Box, genauso wie die Look Fantastic Box. Also eigentlich alle Boxen, die ich habe, finde ich wirklich toll. Und bin ich selten enttäuscht worden. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung wert von all den Boxen, die ich habe. Und es ist echt schwer, sich für eine zu entscheiden, was meine Lieblingsbox ist. Das könnte ich nicht. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Wie immer einen Kommentar da lassen, was ihr von den Produkten haltet und was euer Favoritenprodukt ist. Und natürlich bei meinen Gewinnspielen vorbeischauen. Das aktuelle Boxengewinnspiel ist online und das Glowboxen-Gewinnspiel, wo ihr auf jeden Fall eine Lidschattenpalette gewinnen könnt, aber auch noch mehr. Wenn ihr wissen wollt, was, dann einfach bei meinen Videos vorbeischauen. Zu den Glowboxen-Videos, das sind 3 Videos. Und da wird in jedem Video auf jeden Fall mindestens eins,
wenn auch nicht zwei Produkte in eure Gewinnerbox gepackt. Also ein bisschen wie ein Boxengewinnspiel, nur schneller. Und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mich kostenlos abonniert. Entweder unten auf den Abonnieren-Button oder hier an der Seite, wo jetzt dann mein Gesicht erscheint. Könnt ihr auch einfach draufklicken und dann habt ihr mich kostenlos abonniert. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielleicht ein schönes Wochenende, vielleicht einen schönen Urlaub, obwohl es mit Reisen ja nicht so ist, aber trotzdem. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!